Hallo meine kleinen Mini-Freunde, wir lieben alle Umweltschutz, wir lieben plastikfreie Verpackungen, wir lieben es, wenn Schildkröten fröhlich im Meer leben. Aber wisst ihr auch, was wir noch lieben? Billigen Ramsch! Leute, ich bin heute mit der ganzen Familie versammelt. Das Kind ist dabei, der Mann ist dabei, sag mal hallo! Na und es wird so richtig asozial heute. Leute, ich weiß schon wieder gar nicht, was hier los ist, aber ich bin richtig motiviert, denn Leute, ich hatte gestern die Time of my Life im 1-Euro-Shop und wir machen heute einen 1-Euro-Shop-Haul. Leute, ich mache das nicht alle Tage, ich weiß, es ist nicht so gut für die Umwelt, aber wir reißen heute die Hütte ab. Okay, hör jetzt mal auf mit, es wird langsam affig, ja? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich diesen gelben Anzug anhab und ich kann nicht mehr. Der ist mir zu warm. Ich schwitze wie ein fetter Affe. Ich werde jetzt meinem Freund Wolfgang die geilsten Sachen präsentieren, die ich gestern ergattert habe. Es ist ein Haufen Müll, aber auch ein Haufen geile Scheiße dabei und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Also, meine kleine Potzau Wolfgang ist im Hintergrund und wird die Sachen bewerten, ne? Ich habe die Sachen übrigens für uns gekauft. Das ist ein Highlight für uns beide, weil dadurch unsere Liebe noch enger zusammenwachsen wird. Ich darf mir aber die besten Teile aussuchen. Du darfst von mir aus alles haben. Aha. Denn meine Liebe zu dir ist grenzenlos. Oh. Wirst du mir die Sachen zuwerfen? Oh. Leute, this is going to be Weihnachts-themed. Denn hier ist ein Weihnachtsmann drauf. Alle Artikel, die drin sind, haben aber überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun. Oh. Warte mal, soll ich dir mal was Krasses erzählen? Ein Euro-Shop ist der größte Scam ever, denn nichts hier drin hat nur 1 Euro gekostet, sondern 1,10 €. Echt? Ja, das sind richtige Assis. Als allererstes feiern wir Geburtstag, oder? Ja. Wenn man Geburtstag hat, dann geht man im Ranschladen und kauft sich Scheiße. Das hier ist eine... zusammen 60. Das stimmt. Das hier ist eine Girlande, wo 60 draufsteht. Das macht jeden 16. Geburtstag zur absoluten Sause. Und ich glaube, ich habe 16. Ja. gesagt, ne? Ist auch scheißegal, denn damit werden wir einfach den Spaß unseres Lebens haben. So. Leute, es tut mir leid, wir sind immer noch in Corona-Quarantäne und der Hals ist noch etwas schleimig. Aber sonst geht's uns wieder gut. Es geht natürlich weiter, denn passt mal auf. Ja, ich pass auf. Thema 60 Jahre. Was braucht man da natürlich? Natürlich einen XXL Heliumballon. Es ist ein Regenbogen drauf, es ist quasi der perfekte... Haben wir Helium? Wir haben Helium. Mach mal den Schrank hinter dir auf. Hä? Das ist doch kein XXL-Ballon. Oh, es geht. Es geht, es geht. Vorsicht. Stopp. Oh, geil. Wir haben's. Und jetzt? Hä? Er fliegt nicht mal. Das ist viel zu wenig Helium da drauf. Oh, scheiße. Ich will jetzt aber wenigstens das Helium haben, sonst ist es ja voll langweilig. Hallo, ich bin gar nicht, ist gar nicht so. Doch, ist schon geil, ne? Oh, geil. Naja, aber wartet mal. Ich habe noch einen anderen Ballon gekauft. Nee, 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 gib mir jetzt erstmal einen Ballon Helium. Nein, du kriegst hier gar nichts mehr. Ich nucke gleich aus der Tasche. Ich nucke gleich... Nein. Nein. Guck mal, was ich hier noch gekauft habe. Magischer Ballonball. Ball. Ja. Einfach nur magischer Ballonball. Keine Ahnung, was er kann. Angeblich drücken wir das jetzt hier rein und dann wird er bis zu 1 Meter groß. Das ist doch mega. Warte mal. Ich sag dir mal was. Jetzt geht richtig die Party ab. Wow. Geil, ey. Oh mein Gott, ich lebe gerade so richtig mein Life, ey. Oh, ich glaube, ich werde gerade ohnmächtig. Da geht's mir vorher. Gib mir. Hallo. Oh mein Gott, das ist alles raus. Ich bin so klein. Jetzt gib mal hier den Ball. Nee. Leute, macht das niemals zu Hause nach. Wir hören jetzt auf mit der Scheiße hier. Fang! Jetzt kann mir nichts mehr passieren und ich kann... Ja, als ob das so eine Druckwelle auslöst, dass dein Auge raus... Das Ding ist halt null Magic. Wo soll denn das Magic sein? Oh nein, das war die Kamera. Scheiße. Soll ich nicht mal draufsetzen? Nein. Komm, wir müssen jetzt mal probieren, ob er auch wirklich Magic ist. Aber ich habe halt echt Angst, ne? 3, 2, 1. Oh nee. Er platzt nicht. Es geht nicht. Hat das weh? Das tat gar nicht weh. Ey, der war wirklich Magic. Klatsch ein. Ih, mit deinem ekligen Dreckfuß da. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu was Explosivem, oder? Explosiv? Mhm. Es ist alles gut. Es ist für Indoor gedacht, obwohl man es nicht denken würde. Höchste Sicherheitsstufe. Wir setzen
Hallo, wir sind immer noch beim Geburtstag, ne? Was darf bei einem Geburtstag nicht fehlen? Torte. Ja, klar. Die Torte. Wir sind gerade auf Diät und deswegen habe ich für uns eine ganz besondere Torte mitgebracht. Das hier ist ein wunderschöner Salatkopf und mich nervt die Brille hier. Der ist besonders kalorienarm. Der hier ist auch schon ein bisschen matschig. Das ist auch ganz toll und gut. Aber was darf jetzt auf der Torte nicht fehlen bei einem richtig geilen Hypergeburtstag? Spielzeug. Was ist denn Spielzeug auf einer Torte? Bist du blöd? Hä? Die ultimative Fontäne! Leuchtfontäne Tischfeuerwerk für die Torte. Wir stecken jetzt unsere Leuchtfontänen hier rein. Vielleicht ein bisschen näher beieinander, ne? So. 3, 2, 1. Oh Gott! Wie geil! Seht ihr das? Wie cool ist das denn? Wie lange auch? Der geht gleich los. Ne, den haben wir extra abgebaut. Oh ne, der ist wieder dran. Das hat sich gelohnt. Ey, das auf einer Torte ist Fun des Lebens. Und ich sag mal so, unsere Torte hat keinen Schaden genommen. Nerv jetzt nicht und friss deine Torte. Danke. Ich sag mal so, ich hab noch was anderes Explosives. Aber das gibt's erstmal später. Ich hab sogar was für Poppy mitgebracht. Schau mal. Rinderohren. Premium. Würde ich Tiere essen, würde ich es auch essen. Probier doch mal. Ich esse keine Tiere. Leck doch mal dran. Ich lecke auch nicht an Tieren. Naja, Poppy leckst du manchmal. Nein, ich lecke nicht an Poppy. Sie leckt an mir. Du hast gestern erst ihren Arsch geleckt. Sag mal, wie stellst du mich im Internet dar? Ich wollte eigentlich falsch sagen. Ja. Okay, ich glaube, es wird Zeit für ein geiles Outfit, oder? Charleston Stirnband mit Federschmuck und Pailletten. Das ist einfach quasi für mich gemacht. Wow. Das ist von Sailor Moon, ne? Hat die nicht so ein Ding? Das ist von Charleston, sag mal. Keine Ahnung, steht aber hier drauf. Charlestons Stirnband. Wir haben hier als nächstes Narbentattoo. Wollen wir mir das mal auftragen? Ja, im Gesicht. Mhm, das wird geil, oder? Es ist halt ein Gehirn, was da drauf ist, ne? Ich verstehe das nicht. Okay. Jetzt muss ich es nass machen. Lass dich nicht mehr bewegen. Nee, mach ich doch auch nicht, sag mal. 25 Sekunden mindestens. Hier, ich zieh's jetzt ab. Oha, sieht's geil aus! Ja, wie geil! Aber wieso soll da ein Gehirn sein? Naja, aber es sieht ja richtig gut aus. Also Leute, Narbentattoo ist geil und ich kann's nur empfehlen. Keine Narbe. Kannst du bitte aufhören reinzusprechen? Du darfst reden, wenn ich fertig bin! Scheiße, das klingt voll gegen seinen Kopf. Es tut mir leid, aber du wurdest aggressiv hier an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, ob es geil ist oder nicht, aber wir haben natürlich hier nochmal für den 50. Geburtstag was. Selbst aufblasender Folienballon. Ich glaube es aber nicht und ich glaube, es wird richtig scheiße. Was ist denn das für eine Größe? Naja. Weißt du, was mich ärgert? Da dachte ich, es wäre so cool, dass ich sogar noch die große Version gekauft habe. Und von den Scheißfontänen, die wirklich geil waren, habe ich natürlich nur eine Packung gekauft. Ja, geil. Nee, das hat ja auch nur 1,10 Euro gekostet. Drücken und dann schütteln, steht da. 3, 2, 1. Okay, okay, es passiert was. Es passiert was? Es ist geil. Ih, das ist so eine Kapsel wirklich, die man zerdrückt. Das ist doch kein Ballon. Das ist ein Furzkissen von mir aus, aber kein Ballon. Scheiße, das aussieht. Ich hab Durst, kannst du mal was zu trinken holen? Aber ich hab wirklich richtig doll Durst. Oh, bitte. Nee, ich lieg hier ganz so gemütlich. Okay, ich hab was zu trinken. Trink ich auch was ab? Hol dir dein eigenes Glas. Oh nein. Wie du entscheidest. Magic Glow Flow Foam, sieh wie er fließt, oder Unterleibspflaster. Du entscheidest. Pflaster. Unterleibspflaster? Ja. Ich dachte mir, ich habe noch nie in meinem Leben ein Unterleibspflaster gesehen. Ich muss es für 1,10 Euro kaufen. Boah, ich bin echt außer Form geraten. Leute, ich war halt 2 Wochen in Quarantäne, deswegen konnte ich keinen Sport machen. Nee, hier, guck mal. Sehr gut. Okay, so, Unterleibspflaster ist jetzt am Unterleib dran. Würde ich jetzt meine Tage haben, Leute, ich würde mich auf einmal so geil fühlen, glaube ich. Aber wir müssen jetzt erstmal warten lassen. Ich lasse gut Luft dran. Hä, weißt du was, das mache ich jetzt öfter, wenn ich Mitleid haben will. Dann klebe ich mir dieses Pflaster da dran und sage, ich hätte Blinddarm-OP. Das macht man nicht. Doch. Hä, und weißt du was, das macht voll schlank, weil das macht die Wampe hier genau an der richtigen Stelle weg. Gib mir mal 4 davon. Das wird nicht warm. Das ist total unangenehm am Darm. Es wird warm! Es wird warm! Wir kommen zur nächsten geilen Sache und die... Ach, stimmt ja. Dieses Video wird übrigens mal wieder gesponsert von RhinoShield. Vielen, vielen Dank. Mein Kopf tut jetzt weh. Vielen Dank auch. RhinoShield-Hüllen haben nicht nur ein richtig, richtig geiles Design, weil sie mit Künstlern und Grafikern zusammenarbeiten. Sie sind auch noch super robust und, ich sag mal so, 100% recycelbar, ne? Gerade gibt's Black Friday-Angebote und da gibt's auf das gesamte Sortiment bis zu 60% Rabatt. Und dann gibt's jetzt aber auch noch meinen Code, mit dem kriegt ihr nochmal 10% on top. So viel geiles Zeug, checkt es aus, Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Sponsern, denn ihr sponsert so ein Video, wie cool ist das denn? Okay, weiter geht's.
Guck mal, was ich hier noch habe. Heatcare, Wärmepflaster. Nein, jetzt sei doch mal still. Nee. Wärmepflaster, wohltuende Wärme für Ihr Wohlbefinden ohne Hautkontakt. Wie sollen da ohne Hautkontakt Wärme kommen? Geben Sie das Kissen mit leichtem Druck auf Ihre Kleidung oder Unterwäsche. Ich kleb's mir an den Arsch. Okay, warte. Guck mal an. Willst du das so jetzt? Ja, ich will einfach an den Arsch zeigen. Hey, das ist doch nur meine Unterhose. Oh. Die rechte Arschbacke von mir aus. Man sieht's nicht mal. Doch. Nein, du bist vom Bild. Oh, du bist so nervig. Hast du es denn auf die Hose draufgeklebt? Bist du dämlich? Ich muss doch die Hose wieder hochziehen. Also manchmal frage ich mich wirklich, wie alt du bist. Eigentlich voll dumm, ich hätte Kühlpads nehmen sollen. Mir ist voll warm. Wir kommen zur nächsten Sache und die hat es wieder in sich. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist von der Höhle der Löwen. Safaya! Lalarm! Der ultralaute Schrillalarm! Oh nee. Circa 110 Dezibel. Keine Batterien notwendig, mehrfach einsetzbar. Ich verstehe nicht, was es sein soll. Hä, das ist so ein Alarm. Ja, wozu braucht man einen Alarm? Ja, wenn ein Hund dich angreift oder ein Einbrecher oder sowas. Ja, das hört sich anscheinend aber an wie ein Lama. Lalarm. Und hier ist ein Lama drauf. Ich hatte die Ohren zu. Hol mal von oben Oropax. Die sind wirklich oben in meinem Nachtschrank, weil du immer so laut schnarchst. Kann bei Erwärmung explodieren. Oh, wir sollten nicht unsere Unterleibspads dran halten. So, Leute, wir haben jetzt hier unsere Oropax. So sehen die aus. Und dann drücken wir die so richtig tief rein. Mit dem anderen Ohr hochziehen das Ohr und rein, schnell. Oh ja, das geht echt tief rein. Ach du Scheiße, ist ja ekelhaft. Oh mein Gott, ich höre halt nichts mehr. Wir werden unsere Lama-Scheiße jetzt zünden in 3, 2, 1. Oh Mann, Wolfgang. Oh, no, Scheiße, ist doch richtig laut. Ja. Oh. Oh. Das war's jetzt, oder was? Das hier ist Orb Oddities Fusion Foods. Das ist immer von außen eine bestimmte Frucht. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Banane. Aber innen drin, wenn man die Banane schält, ist noch eine weitere Surprise-Frucht. Ja, okay, es ist halt scheiße, aber irgendwie auch geil. Musst du jetzt mal zugeben. Dann mach auf. Wir haben hier unsere orangene Banane. Und jetzt schäle ich die. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht aus wie von Eis.de. Ja, sieht halt schon irgendwie sexuell aus, ne? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was soll denn das sein? Sieht halt aus wie du schälst ein Dildo. Der passt jetzt perfekt zu meinem Unterleibsding. Aber es ist eigentlich ganz geil, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Eltern mal erschrecken wollt, dann könnt ihr einfach durch... Nein, warte doch jetzt mal. Josef, wo soll das hier hinführen gerade? Guck mal hier. Du kommst so hier ins Zimmer rein zu deiner Mutter und sagst, Mama, ich glaube, hier stimmt was nicht. Eure Mutter wird erst mal Angst kriegen. Ich auch. Oha, ich bin richtig gespannt, was das andere für eine Farbe ist. Ich habe nämlich noch eins gekauft. Wir haben hier eine Edamame-Schale. Und wenn wir die jetzt öffnen... Eine Raupe. Aber das Ding ist, Leute, wenn ihr so zu eurer Mutter ins Zimmer kommt... Mama, irgendwas stimmt hier nicht. Ich spiele nur mit der Raupe. Ja, ich geh raus. Okay, also Leute, ich muss sagen, ich find's cooler als gedacht. Auf den Hosenstand. Du bist so ein Spielverderber. Wir kommen zu unserem Finale. Gleich, Leute, wird's halt explosiv. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, das hier bei sich zu haben. Rettungsdecke. Ja, eine Rettungsdecke. Woher wusstest du's? Gesehen. Oh, du Nervige. Die ist super wichtig, zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall hat, ihr zerrt den aus dem Wagen raus, stabile Seitenlage und dann kühlt er aus. Mit der Decke nicht. Habe ich gelernt im 1-Euro-Shop. So. Boah, schon laut. Boah, krass, das wärmt sich sofort auf. Ja. Und pass auf. Du bist so ein Spielverderber. Also Leute, wir werden jetzt meine Rettungsdecke an mir befestigen, weil dann kann ich vielleicht auch vor meiner Dummheit endlich mal gerettet werden. Nicht komplett. Reichen. Ich hasse dich manchmal. Aber ich sehe jetzt halt aus wie ein gigantisches Ferrero Rocher und das ist schon ziemlich geil. Wie soll ich mich jetzt bewegen? Du hast nicht so ganz mitgedacht. Boah, nee, das ist zu heiß. Du musst mir bitte das Ding wieder abmachen. Aua! 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 Da bist du nass. Ah! Nicht! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Du musst da durch. Komm jetzt! Es wird jetzt ein bisschen gefährlich und ich bereite jetzt die Leute darauf vor, dass sie das auf keinen Fall zu Hause nachmachen sollen. Wir werden jetzt hochentzündliches Material abfackeln. Und zwar... Pyroalarm!
Innovation, Qualität und Sicherheit. Na, da kann ja nichts passieren. This is going to be amazing. Naja, okay, vielleicht habe ich das doch ein bisschen unterschätzt. Ich zeige euch die Szenen jetzt hier an dieser Stelle lieber nicht. Aber vielleicht zeige ich euch einfach das Ende. Dann versteht ihr warum. Das war ja schon alles heavy shit. Aber bist du jetzt bereit für Brummkreisel? Wir sind hier höchste Vorkehrungen eingegangen, um nun den Brummkreisel zünden zu lassen. Wenn er jetzt heavy verbrennt, geht das auf deinen Nacken. Nee, wir zahlen das hier zusammen. Der dreht sich schon enorm, der fliegt hoch. Ja, dann machen wir es in so einem Tontopf. Ja. Wir verstehen uns. Es brennt. 3, 2, 1. Oh Gott, ich hab Angst. Ah! And in this moment, Joey knew he f***ed up. Okay, das war crazy, das war geil. Und Leute, falls ihr mehr 1-Euro-Shop-Hauts sehen wollt, dann gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben und sagt mir es in den Kommentaren, denn das war eins der coolsten Videos seit langem. Mir hat das auch viel Spaß gemacht. Schön, dass du es auch mal sagst, ja, Wolfgang. Danke für die Nachfrage. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!